Ach nö, Tonleitern, langweilig, immer dasselbe, fühlt sich an wie irgendwelche sinnlosen Wiederholungen. Geht's dir genauso? Dann bleib dran, denn in diesem Video erkläre ich dir, warum Tonleitern gerade für uns Geiger und Geigerinnen so enorm wichtig sind. Und am Schluss gebe ich dir meine 5 Tonleiter-Tipps. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Violin-Rendezvous. Ich bin Susanna Magyarorsi und bevor ich anfange, wenn du interessiert bist, wie du deinen Klang und deine Intonation verbessern kannst, lade dir gerne meine Checkliste Intonation herunter. Diese findest du unterhalb der Videobeschreibung. Und falls dir das Video gefällt, abonniere gerne meinen Kanal, gib mir ein Like und kommentiere für den Algorithmus. Wenn du zum ersten Mal Geige spielen lernst, kann das sehr überwältigend sein, besonders wenn es dein erstes Instrument ist. Man muss lernen, wie man die Geige hält, wie man Noten liest, wo man die Finger ansetzt, wie man den Rhythmus beim Streichen einhält und vieles mehr. Aber Tonleitern spielen bei all diesen Geigengrundlagen eine Rolle. Viele Anfänger verwenden anfangs Punkte oder Klebeband, um die Noten zu markieren. Das kann anfangs hilfreich sein, da man sich so auf vieles konzentrieren muss. Schau dir auch gerne hierzu dieses Video an. Aber letztendlich muss man die Fingerpositionen und Töne auch ohne Markierungen finden können. Im Gegensatz zu vielen anderen Instrumenten, bei denen man relativ leicht weiß, was man spielen muss. Bei den Klavieren sind es die Tasten, bei Bläsern bestimmte Ventile und Gitarren haben Bünde. Also man muss bei der Geige ein Gefühl dafür entwickeln, wo die Finger ohne Hilfe hingehören. Das Erlernen von Geigentonleitern hilft, ein Fingermuskelgedächtnis zu entwickeln. Und genau das macht ja auch gute Musiker aus. Ich glaube nicht, dass man jemals damit fertig ist, es sei denn, man hat beschlossen, mit dem Spielen aufzuhören. Darüber hinaus ist das Üben von Tonleitern eine praktische Einführung ins Notenlesen und in die Musiktheorie. Ich erlebe oft, dass angehende Geiger wahnsinnig werden, wenn sie versuchen, eine bestimmte Herausforderung in einem Stück zu meistern. Diese Schwierigkeiten zu erkennen, sie einfach extrahieren und in eine Tonleiter zu packen, könnte so viel Kopfzerbrechen ersparen. Mein Tipp ist, dass 10 Minuten volle Konzentration an einem Thema oder einer Schwachstelle in deiner Tonleiter, das heißt zum Beispiel weiche Bogenwechsel, Seitenwechsel, Tonqualität oder Intonation, mehr bringt wie eine Stunde an einem Stück mit genau denselben Schwächen sinnlos zu üben. Und jetzt möchte ich dir meine 5 Tonleiter-Tipps verraten. Nimm dir eine Tonleiter nach der anderen vor und lerne sie auswendig, bevor du zur nächsten Tonleiter übergehst. Wenn du nach Gehör spielst, kannst du dich besser auf die Qualität deines Spiels, den Ton und die Technik konzentrieren. Beginne mit einer Oktave pro Tonleiter. Die Tonleitern für Anfänger sind A, D, G und C-Dur. Diese spielst du in der ersten Lage mit der ersten Griffart und wenn du etwas fortgeschrittener bist und mit einer Oktave gut zurechtkommst, versuche die Tonleitern dann mit 2 oder 3 Oktaven. Das Üben von Tonleitern ist für die rechte Hand genauso wichtig wie für die linke. Das Wichtigste ist, ein schönes Detaché zu erreichen, egal ob man langsame oder schnelle Bögen benutzt. Sowohl laut als auch leise üben und verschiedene Bogenstriche verwenden, um die bestmögliche Bogengeschwindigkeit und die beste Kontaktstelle zu erreichen. Spiele Tonleitern bis ans Ende deines Lebens, achte auf deinen Körper, denke wie ein Sänger und spüre den Atem aus deinem Bauch. Solide Grundlagen der Geigentonleitern werden dir bei allen Aspekten deines Spiels helfen, von der Aufrechterhaltung deines Rhythmus bis zur Beherrschung der verschiedenen Fingersätze. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig überzeugen, wie essentiell Tonleitern sind und vielleicht erweiterst du ja deine Geigentonleiterroutine. Sei geduldig, gib nicht auf und beobachte, wie dein Spiel abheben wird. Viel Spaß, happy practicing und bis zum nächsten Video.